Ja, moin Leute, zum Jahresende habe ich gedacht, machen wir noch ein Video, ein bisschen anders als sonst. So ist draußen nichts mehr los, draußen liegt Eis und Schnee, auch selbst Werkstatt ist eiskalt. Habe ich gedacht, ich mache noch mal was anderes. Und was kann ich am besten, das wisst ihr, die Bücher kennen und so, alte Fotos, das ist mein Thema. Habe ich gedacht, ich nehme einen alten Artikel und lese ihn einfach mal. Ne? Ich hoffe, der Lärm im Hintergrund stört euch nicht so, da wird noch geflext, nebenan in einer anderen Werkstatt. Und ich nehme einen alten Artikel, ich habe das alte Jahrbuch hier genommen. Da habe ich mal einen Artikel zum Wehrmachtsbulldog gemacht, war so, also war nicht mein erster, aber einer der ersten. Ja, wie gesagt, Wehrmachtsbulldog. Ne? Ich lese es vor, nehme ein paar Bilder rein, nehme vielleicht auch ein paar aus den Büchern, weil ich glaube, es wäre sonst zu wenig. Also völlig unkommentiert. Ich lese ihn einfach, mache ein paar Bilder dazu. Denke, ich mache mal bloß die erste Hälfte, weil es relativ viel ist. Ist auch soundtechnisch schwierig, aber mal gucken, vielleicht klappt das. Und wenn es euch gefällt, dann mache ich den anderen Teil dann ein bisschen später. Wenn so ein paar Likes da sind und ein paar Klicks kommen, dann mache ich den zweiten Teil. Ja, also wie gesagt, er ist unkommentiert, ich lese ihn genauso vor, wie er damals war. Ist natürlich jetzt auch 2007, ich glaube, geschrieben ist er 2006 worden. Das ist nun schon ein paar Jahre her, bald, ja, so roundabout 15 Jahre. Inzwischen stellt sich für mich so manches ein kleines bisschen anders dar. Also zum Beispiel die Typologie der Artilleriezugmaschine im Ersten Weltkrieg, das beschreibe ich heute ein bisschen anders. Oder die kurzen Eilbulldogs, wie lange sie gebaut wurden. Das habe ich hier damals noch ein bisschen anders gemacht. Aber ich glaube, es ist nicht so schlimm. Man kann ihn trotzdem so stehen lassen. Ich mag das und das Buch ist, glaube ich, normal nicht mehr erhältlich, aber man kriegt das antiquarisch. Kostet eigentlich auch nicht viel, irgendwie 10er oder sowas. War damals relativ schnell ausverkauft, vielleicht wegen dem Artikel, weiß ich nicht genau. Wie gesagt, wer keine Lust hat zu lesen und zu blättern, der hört sich den Kram an, guckt sich die Fotos an und wer es mag, der liked es. Ansonsten wünsche ich euch ein frohes Fest, guten Rutsch und ich hoffe, wir sehen uns 22 wieder und wir erleben ein paar mehr Veranstaltungen und wir kommen ein bisschen zum Fahren, ne? Und wir können wieder ein paar Videos draußen drehen. Das würde mich wirklich freuen. Bis dann, haut rein. Das Thema Landsbulldog, mit dem vor 30 Jahren ein wahrer Run auf Alttraktoren begonnen hat, ist in vielen Aufsätzen nahezu erschöpfend, oft mehrfach abgehandelt worden. Wohl gibt es in der Dokumentation der Lanzschen Zugmaschinen, besonders aus der Vor-Bulldog-Zeit, einige Lücken, doch diese werden aufgrund der mangelhaften Dokumentenlage wohl kaum mehr geschlossen werden können. Die heutigen Sammler und Oldtimer-Liebhaber beschränken ihr Interesse, aber ohnehin einzig auf die prestigeträchtigen 10 Liter Glühköpfe, wenn ihr Herz denn für Mannheimer Fabrikate oder deren Kopien schlägt. Zu den fast schwarzen Flecken dieser Historie gehört der militärische Einsatz, sozusagen der Wehrdienst des Bulldogs. Um diesen Einsatz ranken sich Legenden. Geschichten von der vielgepriesenen Unverwüstlichkeit und steter Betriebsbereitschaft, wenn andere Kraftfahrzeuge durch widrige Witterung en gros ausfielen. Oft werden die Erzähler mitleidig belächelt, entweder weil sie offensichtlich übertreiben oder weil es schlicht schwer vorstellbar ist, dass eine für landwirtschaftliche Arbeiten gedachte Maschine in einer Reihe neben hochgezüchteten Sonder-Kfz Verwendung gefunden und sich bewährt haben soll. Manche glauben gar nicht an die Existenz von Militärbulldogs und diese Zweifel werden durch die schlechte Quellenlage genährt. Wo sind die Wehrmachtsbulldogs in den damaligen Wochenschauen, in Zeitungen oder auf Fotos? Ja, wo sind sie selbst? Einige Maschinen sind in Sammlerhand erhalten geblieben. Wobei ich bei dem anhaltenden Trend zum Replika-Eilbulldog nicht auch noch über ihren ursprünglichen Verwendungszweck bei Maschinen vor Baujahr vor 45, möglicherweise bei der Wehrmacht, rätseln möchte. Als fotogenes Motiv kam ein Bulldog, damals eine Allerweltsmaschine, kaum in Betracht. Zu spektakulär die eigene, niegelnagelneue Panzerwaffe und vielleicht noch interessanter zerstörte oder zurückgelassene feindliche Tanks, Flugzeug etc. Zumindest bei Kriegsbeginn ein sich oft bietendes Fotomotiv für das knapper werdende Zelluloid. Ein Schnappschuss wert, war allenfalls ein bis an die Axtrichter im Schlamm versackter Schlepper, wahlweise auch in Eis und Schnee. Zu den Fakten. Bekannt ist, dass bereits im Ersten Weltkrieg ein Großteil der Artilleriezugmaschinen von Lanz geliefert wurde. Zu Kriegsbeginn 1914 war der Landbaumotor Typ C, dem die Podolschen Motorflug aus Wismar fast konkurrenzlos und bewährte sich, mehrfach modifiziert, bis zum Kriegsende recht gut. Der ältere dreirädrige Lanz-Motorflug Bauart Seeg Typ B
hauptsächlich für das österreichisch-ungarische Heer gebaut, fand beim deutschen Kriegsministerium keine Gnade und wurde zugunsten des vierrädrigen Landbaumotors eingestellt. Auch an Vollkettenschleppern versuchten sich die Ingenieure im fortgeschrittenen Kriegsverlauf und brachten sie zur Serienreife. Im Gegensatz zum erwähnten Konkurrenten Podolsk ließ man den Kettenschlepperbau nach 1918 aber fallen und konzentrierte sich auf Radtraktoren, die ab 1921 auch in Gestalt des Schwerölmotors Bulldog daherkamen. Dieser Selbstfahrer, Bulldog, konnte natürlich bauartbedingt keine Verwendung im 100.000 Mann Heer finden. Zum Zuge kamen hier zum Beispiel die frühen WD-Raupenschlepper der Hanomag etwa als Selbstfahrerfetten. Interesse von administrativer Seite kam erst nach der Machtergreifung 1933 und der proklamierten Wehrhaftmachung des Reichsstaates auf. Spätestens mit dem Vierjahrplan von 1936, die versteckte Aufrüstung war längst angelaufen, traten Zugmaschinenhersteller, im Speziellen der Marktführer Lanz Mannheim, in den Fokus der Militärs. Die Weiterentwicklung des Bulldogs hatte inzwischen zu dem berühmten leistungsstarken Motor mit 10,3 Litern Hubraum geführt. Von ihm wurden von den Ackertraktoren abgeleitete Straßenzugmaschinen angetrieben, die über Sechsganggetriebe verfügten und relativ schnell waren. Für die neue Wehrmacht kamen besonders die Typen D8531-39 und D9531-39 in Frage. Meist die preisgünstigere offene Ausführung mit ihrer geringen Bauhöhe und oft mit Seilwinde. Mit einer Dauerleistung von 30 bzw. 38 PS und Geschwindigkeiten von bis zu 25 km/h erschienen sie durchaus geeignet für militärische Zwecke. Darüber hinaus fiel ihre Geländegängigkeit positiv auf, denn obwohl eigentlich für den innerstädtischen Nahverkehr vorgesehen, hatten sie ihre der ursprünglichen Verwendung entliehene Fahrtauglichkeit auf dem Acker kaum eingebüßt. Die Bodenfreiheit der mit dem nach unten geführten Auspuff versehenen Bulldogs fiel nur unwesentlich geringer als die der mit typischem Doppelkegelauspuff ausgestatteten Acker-Bulldogs aus. Die lieferbare Seilwinde mit der maximalen Seilzugkraft von 3000 Kilo konnte als weiteres Plus gelten. Doch trotz einiger augenscheinlich guter Voraussetzungen war der Bulldog natürlich kein Militärfahrzeug. Motorleistung von 30 bzw. 38 PS an der Riemenscheibe, am Zughaken natürlich weit weniger, zu kurzer Radstand, fehlende Differentialsperre und schließlich die charakteristischen Schüttelschwingungen des liegenden großvolumigen Einzylinders, welche angehängte Geräte auf Dauer nachhaltig schädigen konnte, ließen seinen militärischen Einsatzwert entsprechend gering ausfallen. Die Fahrzeuge eignen sich nur zum Ziehen von Anhängern auf mehr oder weniger gut ausgebauten Straßen, also bei rückwärtigen Diensten, Nachschub- oder Versorgungseinheiten. Gleichwohl versorgte sich das Heer und besonders die Luftwaffe mit einigen Maschinen. Die Arbeit auf Feldflugplätzen kam ihrer ursprünglichen Bestimmung wohl am nächsten. Das Mannheimer Werk war auch ohne die entscheidende wehrwirtschaftliche Bedeutung, wie sie etwa die niedersächsische Hanomag oder die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg oder die Farmo in Breslau hatten, ausgelastet. Zu den wichtigen Firmen des Hauptausschusses Panzerfertigung gehörte sie allerdings auch. Die Autarkiebestrebungen des Dritten Reiches hatten für eine erhebliche Nachfrage nach landwirtschaftlichen Zugmaschinen und nachlaufenden Geräten gesorgt, die trotz größter Anstrengungen bald nicht mehr befriedigt werden konnte. Das Arbeitslosenheer war schon lange verschwunden und ein Arbeitskräftemangel an seine Stelle getreten. Diesen bekam zuerst die Landwirtschaft zu spüren. Der Bulldog, meist eisenbereift und nur mit 3 Gängen ausgestattet, konnte so eine unglaubliche Verbreitung finden. Kein Dorf, in dem nicht mindestens ein Mannheimer über die Felder stampfte. Der Krieg verstärkte diesen Mangel weiter und die Bulldogs halfen ihn wenigstens ein wenig zu mildern. Die erfolgreichen Feldzüge in Polen und Frankreich steigerten die Nachfrage nach militärischer Nutzung der Bulldogs kaum. Gut ausgebaute Straßen und Eisenbahnlinien ließen keine Versorgungsengpässe aufkommen und sprachen für Schienen- bzw. Lkw-Tonnage. Außerdem gab es nur wenige Ausfälle an den vorhandenen Maschinen. Der Zugkraftmangel in der Landwirtschaft stieg jedoch durch die besetzten Länder weiterhin erheblich. Auch die zunehmende Bautätigkeit, man sprach bald von einer Verbunkerung des Reiches, forderte mehr Zugmaschinen. Schon immer waren Verkehrsbulldogs gerne von Baubetrieben und anderen Zulieferfirmen, seien es nun Ziegeleien, Steinbrüche oder Sägewerke, eingesetzt worden. Um diese Nachfrage befriedigen zu können, entschloss sich 1939 von Regierungsseite zu Rationalisierungsmaßnahmen in Form einer Typenbeschränkung. Dieser, nach dem Generalbevollmächtigten für das Kraftfahrwesen, Generalleutnant Adolf von Schell benannte Schellplan, sollte den Einsatz und die Fertigung von Schleppern lenken und steigern, sowie deren Instandhaltung sichern und erleichtern. Die großen Maschinen in Form des 35, 45
und des seit 1936 produzierten 55 PS Bulldogs überstanden diese Bereinigung problemlos. Der 55er musste allerdings mit zunehmender Kriegsdauer laut Straßenverkehrsordnung in seiner Leistung gedrosselt werden. Aufgrund der angespannten Kraftstoffversorgung war der zivile Betrieb nur noch mit 45 PS Höchstleistung zulässig. Diese Leistungsminderung wurde vor Ort in den Werkstätten durch eine Manipulation am Drehzahlregler erreicht. Die Monteure reduzierten dabei die Nenndrehzahl von 750 auf 630 Umdrehungen in der Minute. Diese Einstellung, letztlich nur ein Entspannen der Lastfeder am Axtregler, ließen sich jederzeit mit geringem Aufwand rückgängig machen. Wurde der Windungsabstand der Feder wiederhergestellt, konnte der Motor eine höhere Tourenzahl und damit die ursprüngliche Leistung erreichen. Heute werden hier oft die nahezu baugleichen 45er Bulldogs so auf 55 PS getrimmt. Das damit verbundene Leistungsplus steht bei den Hobbytraktoristen in der Regel weniger im Vordergrund als die Zunahme der Geschwindigkeit durch die höhere Nenndrehzahl. Bei dem gedrosselten langen 55er fiel die Höchstgeschwindigkeit von den ursprünglichen 33 km in der Stunde auf immer noch beachtliche 28 km in der Stunde, wenn er mit 28 Zoll Bereifung ausgestattet war. Ganz ohne Typenstreichung ging es auch für die Lanz AG nicht. Der HN5 20 PS Bauern Bulldog konnte nach einigem Hin und Her doch noch als Sondertyp neben den favorisierten 22 PS Einheitsschleppern der verschiedenen Firmen, zum Beispiel Eicher, Fahr, Normag und Primus, weiterproduziert werden. Andere Bulldog-Typen fanden dagegen keine Berücksichtigung in der damaligen Planwirtschaft. Neben dem neuen 15 PS Bauern Bulldog Typ AE mussten alle Eil-Bulldog-Typen mit Ausnahme des langen D2531-39 aus dem Programm genommen werden. Auf 35er und 45er Bulldogs. Wahrscheinlich wurden aber im Wehrmachtsauftrag die kurzen Eil-Bulldogs doch weitergebaut, möglicherweise sogar bis zur Zerstörung der Produktionsanlagen durch alliierte Luftangriffe. Zumindest aber bis vorhandene Teilbestände aufgebraucht waren. Gewisse Indizien, etwa Typenschilder erhaltener Maschinen, lassen diesen Schluss zu. Der Vollständigkeit halber muss man erwähnen, dass die Produktionserlaubnis des 15er Bauern-Bulldogs HE bis 1942 verlängert worden ist. Allerdings gab es für ihn noch keine Taktstraße, deren Aufbau sich nun selbstredend verbot und größere Teilebestände waren noch nicht vorrätig. Damit war sein Ende praktisch besiegelt. Lanz lieferte von 1940 bis 1944 ungefähr 1500 HR9 Eilbulldogs an die Wehrmacht, daneben wohl auch einige kurze Typen. Einige wenige der 1500 mögen auch einer zivilen Nutzung zugeführt worden sein. Genaue Zahlen existieren leider nicht. Man kann annehmen, dass bei den kurzen Eilbulldogs nur noch der stärkere 45 PS Motor Verwendung gefunden hat. Der seit 1937 im Typenprogramm befindliche und von Anfang an auch an die Wehrmacht gelieferte 55 PS Eilbulldog hatte die Drosselung auf 630 Umdrehungen in der Minute nicht zu fürchten, vorausgesetzt, dass er vom Militär eingesetzt wurde. In diesem Punkt war man konsequent. Bulldogs des Typs D2531-39, die beispielsweise beim Reichsarbeitsdienst verwendet wurden, drosselte man, obwohl es sich bei diesen Einsätzen ab 1939 nur noch selten um Spartenarbeit und stattdessen oft um militärische Hilfsdienste handelte. Nachdem die Nachfrage militärischer Zugmaschinen durch die länger gewordenen Versorgungswege, die sich zudem oft in einem miserablen Zustand befanden, immer mehr zunahm und kaum zu decken war, besann man sich verstärkt auf den Lanz Bulldog, speziell auf den 55 PS Eilbulldog. Er wurde ab 1940 als Wehrmachtsbulldog geliefert und auch offiziell so bezeichnet. Seine Einsatzgebiete lagen auf dem Balkan und später in Russland. Erhaltene Maschinen belegen einen Einsatz aber auch in Frankreich und Norwegen. In größerem Umfang wurden mit fortschreitendem Kriegsverlauf zusätzlich private Maschinen vom Militär beschlagnahmt. Unter den requirierten Typen lag der Anteil an normalen Ackerluft-Bulldogs natürlich weit über denen der Straßenzugmaschinen. Diese Universal-Bulldogs waren einfach viel verbreiteter und in großer Zahl verfügbar. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat es aber wohl ursprünglich keine regulären Ackerluft- oder gar Ackerbulldogs bei der Wehrmacht gegeben. Sie blieben für landwirtschaftliche Sonderverwendung frei und wurden nur in unmittelbarer Frontnähe der Truppe unterstellt. Verschiedene Quellen berichten allerdings von einfachen Bulldogs, die bei rumänischen Artillerieeinheiten verwendet wurden. Noch während des Dramas von Stalingrad trafen sich Hitler und Antonescu im Januar 1943, um die kritische Situation der rumänischen Streitkräfte, besonders deren mangelhafte Ausrüstungslage, zu erörtern. Als unmittelbarer Erfolg wurden den Rumänen 108 Landwirtschafts-Bulldogs zugeführt und in Richtung Krim und Kuban in Marsch gesetzt. Weitere 400 neue Bulldogs waren zugesagt, die wohl auch bis 1944 geliefert wurden.